Giso, du hast jetzt Wasser im Auto. Du hast Wasser im Auto. An der Karre vorne was anschlagen. Ich habe eine Seilwinde. Ich glaube nicht, dass du die da begriffen mit der Seilwinde. Du ziehst dich wahrscheinlich nur ran. Ja, vermutlich, ne? Ja, wenn die so da vorne gleich fertig ist, kann er den mit seinem rausziehen. Jo. Die kann gerade nicht. Ja, weil du hast ja auch keinen Grip mit den Teilen, ne? So schlammig kommst du nicht ins Auto. Ich zieh meine Schuhe aus, dann bin ich gar nicht schlammig. Ich zieh meine Hose aus, dann bin ich gar nicht schlammig. Zumindest ist so der Plan. Gut, aber ich weiß es, mit dem Quad fahre ich da nicht rein. Das könnt ihr vergessen. Habt ihr Wasser im Auto? Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Nee, also da fahre ich nicht rein. Nee, das würde ich dir auch nicht empfehlen. Also hier rechts ist man gut durch. Ich fand's da vorne teilweise schon krass. Ihr seid mit dem Auto dann, ich bin nur mit dem Quad. Ich setz irgendwann auf. Und ich merke schon, das Ding ist schon am Kämpfen. Ja. Ich merke, dass meine Schuhe nicht dafür gemacht sind, hier durchzulaufen. Die kleben nämlich mit Schlamm fest, wenn ich hier nicht schlafe. Ja, das passiert. Deswegen habe ich Hose und Hosenträger und überhaupt. Und ich dachte mir halt, deswegen... Ich kann hier mal anbieten, ob ich in Schlamm gehe. Ja, ich Ladies, ich komme mit meiner Hose bis ans Auto ran, wenn es nicht zu tief ist. Ja, das wäre nicht schlecht. Wo hat denn der die Abschleppöse? Mach einfach einen Anhänger. Jo, ich versuch's mal. Gerdes, hättest du die Karre nicht mal ausmachen wollen? Ausmachen? Ja, warum? Gib mal ran. Ja, Gerdes. Also du hast mich auch fast die Karre oben. Ist der noch an? Ja. Der ist noch an. Okay, dann ist nicht so schlimm.
Ja, Daniel, Tippe und Gas. Ja, am besten können wir hier ein bisschen mal Strohhalm holen, dann kannst du die Scheiße hier Am auch. Besten hat einer eine Schippe, am besten können wir echt hier ein bisschen wegschippen. Ja, warte mal, komm. Einfach ziehen. Ja, ich hab einen Klappspaten dabei. Ja, zieh einfach. Hey, hier, geh doch mal lang mit deiner Hose. Ja, warte, jetzt Klappspaten oder nicht? Du hast den Festival, du ja, dann soll ich hab keinen Ersatzklammer. Na. Ja, ist doch egal, was ist zu tun? Überbrückungskabel. Wer einmal da hinterher kommt und direkt runter geht, oder nicht? Wieso, was ist denn das? Ah ja. Hier, wenn wir gleich ziehen, gehen wir hier weg, ne? Wenn wir gleich ziehen, gehen wir hier weg, wenn das Seil reicht. Guck da mal einmal die Spur, ob das da tiefer geht. Ja, vermutlich geht's da tiefer. Hey, halt mal. Da vorne ist, das geht dann ganz schnell runter. Ja, ja. Warte mal, kann ich mein Auto fest? Ich nehme dich nicht noch an die Karre ran, ne? Okay. Hör dich dran, ne? Das ist das Seil. Da geht's. Das ist mir zu tief. Super gemacht, Daniel. Was ist, wenn wir nach vorne ziehen? Noch tiefer. Woher wollt ihr das wissen? Weil ich dann durchgefahren bin, so. Nein, ich bin hinten. Nein, ich. Rückwärts und ich bin hier lang gefahren. Wir müssen so ziehen, nach rechts. Ihr müsst hier vorwärts ziehen. Hier ist noch nicht so viel. Da ist aber tief. Hallo, da ist aber tief. Ja, weil der hier wieder hoch geht. Ich würde mich jetzt. Ihr müsst. Mach das Seil dran. Vorne rechts, dann fährst du so. Das Problem, vorne rankommen. Da vorne wollen wir schon ran. Ja, voll ran. Mach das Seil ab. Ihr müsst von vorne ziehen. Wieso drückt er nicht? Ja, dein Handy ist aber weiter oben in der Tasche, ja? Hab ich doch gar nicht bei mir. Wenn so gut, sag doch nur, nicht, dass du dann wieder heulst, mein Herr. Erdes, Seil ab, schnuppen wir mit dem Wagen nach vorne. Hey, was? Stucki, Gas, mach Klappe zu, ey. Stucki. Ah. Der ist immer juckte. Das ist kein Juckte. Meine Perle. Was soll das, Alter? Simon. Jo. Ey, nee. Daniel, du bist ja gleich. Geh auf den Beifahrersitz. Nee, jetzt. Und lenk nach hier. Sonst fällt der um. Ja. Gleich aber lenke, dann hat er noch mehr. So. Nein. Doch. Damit du hier möglichst weit hochkommst. Du fährst unter. Ey, ich weiß, geh doch mal das Seil. Alter, hör auf und steck die so gleich fest. Dann müssen wir den auch mal rausholen. Ich hätte da gerne das reingeschickt. Soll ich Simon mal schubsen? Nein, Spaß. Alter. Alter, ich hau den Kopf ab. Weht mit uns, oder? Boah, läuft bei euch. Das Auto, das Zugfahrzeug, ne? Das ist kaputt gegangen. Ich weiß. So, mach einfach Schild an den. Das geht schon nicht kaputt. Ja, weil der ist ein bisschen dumm, der Junge. Der ist ein bisschen aus dem Handywerk. Ich glaube nicht, dass der kaputt geht. Wasser drin, ja klar, aber. Die Karre nicht versenken. Hm? Zum Glück. Wenn ihr nicht so viel reinkriegen würdet, brauchen wir das auch noch nicht machen. Gleich was der aus. Eigentlich kennen wir uns gar nicht, ne? Passiert euch das häufiger? Keine Ahnung. Wenn er fährt, ist er erst. Der hat geistigen Knacks.
Boah, nee, Alter. Dein Quad steht halbwegs trocken, dass ich dir nicht einsinken. Ja, ja, das steht da oben. Das ist so Boden wie hier, das ist easy. Das kriegt man noch am ehesten wieder raus. Jo, das ist ja leicht. Vier Mann vier Ecken. Warum hast du reingeschissen? Ich hätte mir einfach vorhin doch noch die anderen Schuhe. Ja, Frauke, wär's immer schwerer gewesen. Der sinkt weiter ein, ne? Ja klar, das ist Matsch. Der rutscht jetzt gemütlich darunter. Ja. Der kippt ja zumindest nicht um, wenn er unten aufliegt. Oh, die kippen ja scheiße. Der kippt nicht um. War bestimmt interessant, wenn Rudi auf einmal wegging, oder? Der kippt nicht um, aber guck dir mal das rechte Hinterrad an. Der wollte damit einfach noch nach Hause, ja? Die Stoßstange, ne? Ja, Stoßstange ist nicht so wichtig. Ja, aber muss mal gucken, die ist hinten schon. Ja, ja. Ja, stimmt, aber das gerade zu da dran. Sagt der weiter oder meine ich das nur? Der sackt runter. Der sackt ganz langsam runter. Und wirklich, ne? Boah, ich hab ihn nicht versenkt, ich hab keine Ahnung. Ich kann hier so stehen und dumme Sprüche drücken. Dem, den der gehört, der jetzt gerade vorne dran ist. Den gehört der. Ja, ich weiß. Einfach machen lassen, nicht irgendwie was. Ja, ja. Der fängt uns an auszurasten. Spanngurt hab ich nicht dabei, nur ein Seil. Hannes, du hast doch Schlupfe noch. Spannfuhr. Nein. Ich hab nur ein Seil dabei, reicht das auch? Komm, ich hol ein Seil. Kann ich sagen. Film das jetzt. Steffelt sich ab. Ja. Schweller? Ja. Was ist der schwerste? Hanke, komm her jetzt. Nee. Ich hab vielleicht auch einen draufstellen, Mann. Ich bin auch schwer, aber was ist ein Schweller? Nee, einfach da wo Gerd ist jetzt. Jo. In die Tür quasi. Krieg ich hin. Das wäre super. Komm, ich gebe dir nochmal 150 Kilo. Er muss, ne? Ja, aber warum fährt denn hier eigentlich gerade da drüber? So zwischen den Bäumen da durch, den Reibung vom Holz. Das ist scheiße, was der macht. Willst du das Seil noch einmal abmachen und rummachen? Rechts von den Bäumen? Vor, dass der eins rauskommt. Sag dir das. Was macht denn der? Nein, warte. Das bringt nichts. Lass mich mal durch. Ja, sicher. Junge, bleib doch hier drauf. Ja, ich komm ja wieder. Bist du da am Wackeln? Mann, ey. Das ist scheiße, du. Das ist halt Mucke aus, ey. Ey, ich glaube, wenn du jetzt Gas gibst und mir draufstehen, sinkst du noch weiter ein, ne?
Jo. Hältst du? Gut geht. Jo, alles klar, ich bringe dir meine Karre weg. Alter. Alter. Ey, und immer deine Autos. Weißt du, wie viel Einer? Ich kann erst auf Klo gehen, ich hab den Kackstift. Weißt du, wie mein Auto aussieht? Räumchen. Sag noch mal einer, ich soll das Auto machen. Das ist eine Innenreinigung. Die schmeißt du mit rein, die waschen sie gleich mit, wir sehen mit dem Kasser rein. So, ich müsste langsam irgendwann mal zum Platz, ich muss nämlich tanken. Ja, ich muss mich umziehen. Ich hab vorhin gesagt, Tankendel. Das sagen alle, wenn wir suchen, dann fahren wir nicht dagegen. Ne? Alter, nee, ich fahr da nicht durch. Also nicht da durch, ne? Mach aber doch, tau, ist doch tief. Ja. Ich glaub, mein Luftfilter ist ein bisschen tiefer als deiner. Wenn ich probiere und gerade durchfahre, dann geht das doch. Jetzt kann er mir den Grotto klappen, Alter. Einmal, dann guck mal, bald wieder. Der kippt um. Das war echt geil. Junge, gerne. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich die Pfützen schaffe, die ich geschafft habe. Ja, ich auch nicht.